Was geht ab, meine lieben Freunde? C zu dem X, Kriegs am Start und ich bin mal wieder zurück mit einem neuen Video auf unserem Kanal. In diesem Video wollte ich euch allen mal zeigen, wie ihr Fortnite plattformübergreifend zocken könnt. Das heißt, ihr zum Beispiel zockt auf dem PC mit einem Kumpel, der auf der PS4 zockt oder zum Beispiel auch mit der Xbox One. Und diese Sachen werde ich euch heute auf jeden Fall in diesem Video vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Ist auf jeden Fall sehr einfach. Schaut dieses Video einfach bis zum Ende und dann könnt ihr auch schon mit all euren Freunden zusammen Fortnite zocken. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Video anfangen, Leute, wollte ich nur mal zwei Anmerkungen machen. Zum einen waren das die letzten beiden Fortnite-Videos. Checkt diese doch einfach mal unten in der Videobeschreibung aus. Die verlinke ich euch meiner Meinung nach zwei richtig gute Videos geworden. Und zum anderen wollte ich euch alle da draußen mal fragen, ob dort draußen jemand von euch dabei ist, der ein richtig geiles Fortnite-Kanal-Design für unseren Kanal erstellen kann. Gegen Erwähnung natürlich. Falls ja, schreibt uns doch einfach mal auf Instagram und dann werde ich euch antworten. Dann könnt ihr mir ein paar Vorlagen oder so schicken und dann werde ich mal gucken, ob ich euer Kanaldesign annehmen werde oder nicht. Wäre auf jeden Fall korrekt, falls ihr das machen könntet. Ansonsten, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde es uns freuen, falls ihr uns jetzt ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen könntet. Wäre auf jeden Fall korrekt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch schon direkt mit dem eigentlichen Video für heute. Ja, um Fortnite zum Beispiel plattformübergreifend mit dem PC und mit der PS4 zocken zu können, ist eigentlich keine schwere Sache. Man braucht circa 10 Schritte dafür und dann hat man die ganze Sache auch schon geklärt und man kann wirklich mit jedem Kumpel zusammen zocken, egal auf welcher Plattform der andere spielt. Grüße gehen raus an dieser Stelle auf jeden Fall an iOS Technik, denn er hat uns auf diese Videoidee auf unserem Discord-Server gebracht. Falls ihr jetzt unserem Discord-Server beitreten möchtet, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ganz unten findet ihr auch unseren Discord-Server verlinkt. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum ersten Schritt, um euren Account zu verbinden. Schritt Nummer 1, ihr müsst auf die Epic Games Seite gehen. Diese Seite verlinke ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung, damit ihr nicht 10 Jahre lang suchen müsst. Und ja, das war auch schon der erste Schritt. Seid ihr jetzt auf der Epic Games Seite angekommen, müsst ihr jetzt oben rechts auf dieses Symbol klicken, was ich euch hier auf diesem Bild markiert habe. Habt ihr jetzt oben rechts auf dieses kleine Symbol geklickt, solltet ihr weitergeleitet werden zu dieser Seite und hier sollt ihr euch mit eurem Epic Games Konto einloggen. Habt ihr euch jetzt auf der Epic Games Seite eingeloggt, solltet ihr einfach mal oben rechts hinschauen und dort sollte euer Name neben diesem kleinen Männchen stehen. Wenn das der Fall ist, drückt ihr dann ganz normal auf euren Namen. Habt ihr jetzt auf euren Namen drauf gedrückt, könnt ihr jetzt zwischen Konto und Abmelden entscheiden. Ihr drückt in diesem Fall auf Konto. Wenn ihr jetzt auf Konto gedrückt habt, müsstet ihr links zum Beispiel persönliche Angaben, Zahlungen, den Zahlungsverlauf, Passwort und Sicherheit und sehen und dort drückt ihr dann auf verbundene Konten. Wenn ihr jetzt auf verbundene Konten gegangen seid, müsstet ihr jetzt hier euer PSN-Konto verbinden. Als PC-Spieler hat man ja normalerweise kein PSN-Konto, dazu müsst ihr einfach auf die PlayStation Network-Seite gehen und euch dort ein PlayStation Network-Konto eröffnen, sonst wird das Ganze leider nicht funktionieren, Leute. In meinem Fall habe ich bereits mein PSN-Konto mit dem Epic Games-Konto verbunden und deswegen steht jetzt Kriegs-Offiziell, da das mein PSN-Konto ist. Falls ihr es jetzt noch nicht verbunden habt, müsst ihr jetzt auch wie auch links bei dem Xbox-Symbol verbinden stehen. Da drückt ihr dann einfach ganz normal drauf und dann müsst ihr euch dann halt ganz normal in euren PSN-Konto einloggen und dann seid ihr eigentlich auch schon verbunden. Nachdem ihr jetzt euer Konto verbunden habt, müsst ihr als nächstes auf die PSN-Seite gehen. Diese Seite verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Einfach mal auschecken und dann könnt ihr direkt auf die PSN-Seite kommen. Und ja, auf der PlayStation Network-Seite müsst ihr euch dann auch ganz normal einloggen und wenn ihr dann eingeloggt seid, müsst ihr oben rechts auf das markierte Symbol drauf drücken. Seid ihr jetzt in eurer Freundesliste angekommen, müsst ihr jetzt oben rechts auf diese Suchtaste hier gehen und dort könnt ihr halt den Namen von eurem Kumpel eingeben, der auf der PS4 spielt. Hierbei müsst ihr halt natürlich den PSN-Namen eingeben und nicht den Epic Games Kontoname. Diesen Schritt muss man machen, damit natürlich beide PlayStation Network Kontos verbunden sind, das heißt befreundet sind, damit man sich später auch natürlich im Spiel joinen kann. Falls ihr jetzt zum Beispiel zu Hause doch eine PS4 habt, aber trotzdem gerne über den PC spielt, so wie ich das mache, könnt ihr auch einfach über eure PlayStation euren Kumpel ganz normal adden oder vielleicht habt ihr ihn ja sogar schon in eurer Freundesliste, dann ist das Ganze auch gar kein Problem. So, habt ihr euren Freund dann auf den PSN-Konto geaddet und euer Kumpel hat euch dann natürlich auch angenommen, könnt ihr dann über den PC in euren Launcher reingehen und geht als nächstes mal oben auf das Freundessymbol. Seid ihr dann in eurer Freundesliste von Epic Games angekommen, müsst ihr jetzt einfach nur noch den Freund hinzufügen. Das heißt, ihr gebt hier den Epic Games Namen von eurem Kumpel ein.
der halt auf der PS4 oder auf der Xbox One spielt und dieser Freund muss euch dann natürlich auch annehmen. Die Sache hierbei ist, dass ihr die Freundschaftsanfrage ganz normal über den PC versendet und deswegen muss der Kumpel, der auf der PS4 spielt, die Freundschaftsanfrage auch über den PC oder über einen Laptop annehmen. Das heißt, euer Kumpel muss sich dann am PC oder am Laptop halt den Epic Games Launcher runterladen und dann eure Freundschaftsanfrage über den Epic Games Launcher annehmen. Das Ganze muss er dann natürlich nur einmal machen und dann könnt ihr immer wieder zusammen spielen, ohne dass euer Kumpel an den PC muss. Ganz wichtig hierbei Leute, euer Kumpel, der auf der PlayStation 4 spielt, muss natürlich auch sein Epic Games Konto, so wie ihr es hier am Anfang von diesem Video gemacht habt, auch mit dem PSN Konto verbinden, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Falls jetzt euer Kumpel, der auf der PlayStation 4 oder auf der Xbox One zockt, keinen PC oder auch keinen Laptop zur Verfügung habt und ihr euch vertraut oder sogar beste Freunde seid oder so, kann er das Ganze ja auch bei euch zu Hause machen oder er gibt euch einfach da die Daten und ihr könnt dann einfach die ganzen Konten verbinden. Das wäre ja eigentlich dann auch gar kein Problem. Wenn ihr das alles jetzt gemacht habt und euer Kumpel jetzt auch die Freundschaftsanfrage angenommen hat, also die Epic Games Freundschaftsanfrage und auch die PSN Freundschaftsanfrage, dann könnt ihr beide ganz normal Fortnite starten. Seid ihr jetzt beide in unterschiedlichen Lobbys, ist jetzt ganz wichtig, dass der PC-Spieler dem PS4 oder dem Xbox One-Spieler beitreten muss. Andersrum ist das leider nicht möglich. Das heißt, wenn ihr jetzt PS4-Spieler seid und einem PC-Spieler beitreten möchtet, geht das leider nicht. Es geht halt leider wirklich nur über den PC auf die PS4 oder auf die Xbox One. Dazu muss der PC-Spieler einfach oben rechts in die Freundesliste reingehen und dann wird der PS4-Spieler dann auch ganz normal auf dem PC in der Freundesliste angezeigt und dann drückt man einfach auf den Namen und dann kann man Gruppe beitreten drauf drücken und dann seid ihr auch schon in der Lobby von eurem Kumpel, der jetzt auf einer anderen Plattform zockt. Und ja Leute, das war's dann jetzt eigentlich auch schon mit dem plattformübergreifenden Spielen. Falls euch dieses Video jetzt gefallen hat und ihr in Zukunft mehr Fortnite-Videos sehen wollt oder eventuell auch neu auf unserem Kanal seid, dann lasst uns doch gerne mal ein Abo da und like dieses Video, damit wir wieder ein bisschen mehr Reichweite bekommen würden. Wäre auf jeden Fall richtig korrekt von euch und wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten, falls ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt die Fragen einfach mal unten in die Kommentare. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Kommt halt natürlich drauf an, wie viele Kommentare ihr da drunter schreibt und ob ich wirklich alle beantworten kann. Ansonsten würde ich sagen, lasse ich dieses Gameplay hier noch bis zum Ende laufen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fortnite-Video. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.